Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich spreche weder als Buchautor noch als Verleger, würde ich sagen. Also wenn ich einen Konflikt habe, ich habe eigentlich gar keinen, dann ist es der zwischen Mensch und Vater oder sowas. Die beiden Rollen sind heute hier wichtiger. Vorab gesagt, Herr Staatssekretär, Sie haben netterweise hingewiesen auf einen großen lexikografischen Verlag in diesem Lande, der kürzlich gesagt hat, er würde seine Sachen nicht mehr als Buch herausbringen, vor allen Dingen die Hauptenzyklopädie in 30 Bänden. Dieser Verlag gehört zur Langenscheidt Verlagsgruppe. Manche kennen ihn, er ist ungefähr 200 Jahre alt. Und wir haben das in der Tat gemacht. Und interessanterweise ging ein solcher Aufschrei durch alle Medien, durch alle, die was mit Bildung zu tun haben, mit Tradition, mit Geschichte, mit Affinität zu Print, mit dem haptischen Reiz von Büchern und so weiter, dass wir gesagt haben, wir nehmen das zurück. Und das haben wir inzwischen getan. Das wollte ich jetzt gar nicht erreichen. Wir haben das getan. Wir haben gesagt, wir machen das, was unsere Nutzer und Nutzerinnen wollen. Und wo immer man das finden will, werden wir es anbieten, wie immer. Aber wir haben dadurch gemerkt, was einen freut. Also die Emotionalität, die dahinter steckte, war so stark, dass wir gesagt haben, es wird es in jedem Fall auch weiter in Print geben. Wir müssen alles anbieten. Und jeder von uns kennt das. In bestimmten Situationen am Abend möchte man einfach gern ein Buch in die Hand nehmen. Und in bestimmten anderen Situationen muss es halt ganz schnell gehen am Bildschirm. Und das ist halt nutzungsspezifisch. Dies bloß vorab gesagt. Gestern Abend saß ich mit einigen Politikern zusammen und habe erzählt, dass ich heute die Ehre habe, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und da haben die alle gesagt, Lehrer, das ist mit das schwierigste Publikum, was es überhaupt gibt. Und dann dachte ich schon, na toll, als ich heute sehr früh aufstehen musste, dachte ich nochmal, vielleicht soll ich lieber weiterschlafen. Aber ich liebe die Herausforderung und ich stelle mich derselben sehr, sehr gerne. Zumal da ich, und das ist jetzt nicht sozusagen anbiedernd gemeint, sondern sehr ehrlich gemeint, ich bin ein großer Fan von Lehrern und Lehrerinnen und zwar seit einem bestimmten Tag in den 90er Jahren, als ich für Roman Herzog über die Themen Bildung und Innovation arbeiten durfte. Das waren ja seine beiden großen Themen. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, es ist eigentlich schrecklich, dass einer der wichtigsten Berufe dieses Landes, nämlich den Sie alltäglich ausüben, eigentlich so in der Würdigung immer irgendwie unten runterfällt. Den Müttern geht es ja auch so. Der Applaus geht an Sie letztlich. Und wir haben dann gesagt, lass uns mal gemeinsam mit allen Kultusministerien 50, also pass pro toto, jeder von Ihnen hätte da wahrscheinlich eingeladen werden können, 50 Lehrer und Lehrerinnen nach Schloss Bellevue einladen und Leute, die wirklich engagiert, mit leuchtenden Augen, kreativ, unter allen Budgetengen und so weiter, ganz tolle Arbeit leisten. Dann lass uns mal einen Tag mit denen reden. Ich glaube, wir hatten einen halben Tag, ehrlich gesagt, vorgesehen. Und ich durfte es moderieren. Der Bundespräsident saß in der ersten Reihe und wir haben, glaube ich, 8 Stunden saßen wir da, weil wir nur mit offenem Mund zugehört haben, was die Kollegen und Kolleginnen von Ihnen aus allen Bundesländern berichtet haben, wie sie mit all den Problemen, die ja jeder von uns irgendwie hat, wir haben ja keinen Arbeitsvertrag auf dieser Welt, um es uns einfach zu machen, wie die damit umgehen. Ich war begeistert wirklich und seitdem habe ich kapiert, dass was immer an Schelte immer kommt, zumindest mal sehr differenziert zu sehen ist. So, dies vorab gesagt, bin ich jetzt froh, dass ich hier bin. Und jetzt, meine Damen und Herren, würde ich sagen, lassen Sie uns mal für eine gute halbe Stunde alle Gedanken vergessen über PISA und Parteipolitik. Heute geht es ja gerade in Nürnberg mit Herrn Beck und die FDP, die Bundesparteitag in München. Vergessen Sie das, vergessen Sie volle Curricula und leere Kassen und lassen das alles mal hinter sich und träumen einmal eine halbe Stunde mit mir. Let us have a dream, das kennen Sie irgendwoher. Wie könnte eine Schule aussehen, welche den Kindern unseres Landes das wirklich bestmögliche Trampolin ins Leben baut. Und zwar in jeder Hinsicht und für jeden und jede. Ganz individuell, so wie das Motto dieses Kongresses das umreißt. Ganz egal, ob in Privatschulen oder in städtischen oder staatlichen Grundschulen, Realschulen, Gymnasien. Jeder kleine Mensch hat das verdient. Und zwar auf der einen Seite ganz subjektiv, menschlich, persönlich, weil jeder sowas Einzigartiges ist und alle Förderungen der Welt haben sollte. Aber darüber hinaus geht es natürlich jetzt globaler und volkswirtschaftlicher gesehen um nichts anderes als um die Zukunft unseres Landes, die sich entscheidet darin,
ob wir diese Aufgabe lösen oder nicht. Es geht um unser größtes Kapital, wenn man Kapital in einem sehr, sehr breiten Sinne sieht. Ich glaube, ich weiß es nicht, Lehrer und Lehrerinnen gelten ja als ein schwieriges Publikum, aber ich glaube, dass wir generell also in einem 90-92% Level Einigkeit darüber erzielen könnten. Versuchen wir es mal. Diese Schule, diese ideale Schule, diese Schule des 21. Jahrhunderts, erzieht zu Neugier und ist kein Nürnberger Trichter. Bildung wird vermittelt als ein hohes Gut, als etwas, was wirklich attraktiv ist, wo man für kämpft. Und Schule, die Bildung vermittelt, wird dementsprechend nicht als partielle Freiheitsberaubung gesehen, sondern als etwas, wo es toll ist, jeden Tag hinzugehen. Diese Schule fragt eher, was weißt du noch nicht, als was weißt du? Eine grundsätzliche Verschiebung des Fokus, würde ich sagen. Lebenslanges Lernen, das Stichwort ist ja fast schon zu abgegriffen, aber es stimmt nun mal. Also wer immer aus der Berufswelt in anderen Bereichen als den pädagogisch-didaktischen berichtet, sagt, dass all das, was wir irgendwann mal gelernt haben, nicht mehr gilt, dass es immer nur gilt, die Fähigkeiten haben, sich immer weiterzuentwickeln, mit jeder neuen Herausforderung fertig zu werden. Dementsprechend, dass Lernen viel wichtiger ist als das, was wir lernen auf die Dauer. Diese Schule fördert das laterale Denken mehr, als dass sie an den ohnehin schon in all unseren Köpfen vorhandenen Autobahnen im Kopf baut. Kreativität, und ich glaube, dass ein Land wie Deutschland nicht anders in der globalen Konkurrenz leben kann, Kreativität entsteht durch das Zusammenbringen von scheinbar unzusammenhängenden, laterales Denken, Synapsen miteinander in Verbindung bringen, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Das tun ja Kinder immer auf so eine tolle Weise, deswegen faszinieren sie uns ja so sehr. Und das ist extrem wichtig, dass die anderen Sachen, die Standards, das, was wir alle gleich denken sozusagen in bestimmten Assoziationsdichten und in bestimmten Kontexten, dass das wichtig ist, schon klar, aber ich glaube, wir sind bisher ein bisschen zu sehr auf der Seite. Dementsprechend stellt diese Schule Kreativität als Wert, da kann man jetzt lange drüber streiten, tendenziell über den von Normenerfüllung und Standardisierung. Diese Schule vermittelt oder versucht zumindest, Erfahrung und Wissen durch konkrete Fallbeispiele eher zu vermitteln als durch ständige Theorien. Ich selbst habe normales deutsches Gymnasium hinter mir, normales deutsches Studium. Dann kam USA und dann kam eine Schule, die sehr, sehr gearbeitet hat mit Cases, so halt das angloamerikanische System. Und ich muss sagen, durch diese Fallbeispiele, die konkreten, wo man sozusagen scheinbar ist, der entscheiden muss mit bestimmten Daten, die man bekommt, hat man so viel mehr gelernt, als durch das, was immer relativ applikationsfern gegeben wurde, dass ich zumindest ein sehr begeistert davon war. Und glaube ich, sehr viel weitergekommen bin dadurch als vieles andere vorher. Die Schule arbeitet viel, auch wenn es denn geht, auch wieder schwierig manchmal, mit Simulationen, die von Jugendlichen geliebt werden. Ich glaube, jeder, der sich beschwert darüber, dass unsere Jugendlichen zu viel am PC sitzen, wenn man mal über die Schulter schaut und sieht, was die machen, dann sind es unendlich Simulationen. Du bist der Feldherr im Mittelalter, du bist der Chef des Formel-1-Teams, du bist der Bürgermeister der Stadt, du bist der Manager von einem Unterhaltungspark und managst das alles. Also solche Simulationen haben offensichtlich, ich verstehe warum, eine große, große Attraktivität für Jugendliche, weil man wirklich reingeschmissen ist und scheinbar als Erwachsener eine Verantwortung hat, die man ausfüllen muss. Und sowas sollten wir nutzen. Und da gibt es ja inzwischen viel, was angeboten wird. Diese Schule richtet sich eher nach aktuellen Interessen der Schüler und Schülerinnen als nach starren Lehrplänen. Ich komme nachher darauf zurück. Ich weiß, dass Sie alle ächzen über die totale Überfülle der Curricula, die Sie irgendwie abzuarbeiten haben. Aber dazu habe ich auch meine Meinung, da kommen wir nachher drauf. Ich merke einfach mit all den Jugendlichen, mit denen ich zusammen bin, wie wichtig das für die ist, dass man über die US-Präsidentschaftswahlen reden kann, dass man über China versus Tibet reden kann, was immer halt gerade sozusagen in den Medien behandelt wird. Und wenn die Lehrpläne so voll sind, dass da wirklich kein Platz für da ist oder nur so Alibi-mäßig, dann ist das meines Erachtens nicht gut. Sie bietet
auch das wiederum, kommen wir nachher darauf zurück, woher der Platz kommen soll. Sie bietet neben dem klassischen Fächerkanon, extrem wichtig, gar keine Frage, praxisnahe Module zu Themen wie Ernährung. Ich meine, wenn ich anschaue, was wir alle, also das bisschen, was über Ernährung, wichtiges Thema offensichtlich, in den Medien so kommt, ist geradezu lächerlich. Das können Sie alle in verschiedenen Kombinationen, glaube ich, besser. Also praxisnahe Module zu Themen wie Ernährung, Recht, Versicherung, ein bisschen Finanzen, also auch praktisch, Börse, Bewerbung. Ich habe ewig an der Münchner Uni gelehrt, so einen Postgraduate-Studiengang, wie Leute, die nach dem Studium in Medienbetriebe kommen wollen. Ich war erschrocken, diese Leute sind tendenziell immer so, weiß nicht, 25, 26 gewesen. Keiner von denen hat je gelernt, wie man sich bewirbt, wie man umgeht mit solchen Gesprächen, wie man das alles macht. Und ich habe dann immer mit denen einen langen Abend verbracht, habe versucht, denen alles zu geben. Die waren extrem dankbar für. Ich konnte es immer gar nicht glauben. Vielleicht ist die Wirklichkeit inzwischen besser und NRW vielleicht noch viel besser. Aber sehr viel wurde denen jedenfalls nicht gelernt. In US-Institutionen, tut mir leid, ich bin da ein bisschen geprägt von, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Kontakte aufbauen, wie verkaufe ich mich selber, wie mache ich das mal, dass ich dann auch irgendwann mal das, was ich gelernt habe, auf die Straße bringe sozusagen. Also Bewerbung. Medienpädagogik, Umgang mit Medien, alles solche Sachen. Und ich persönlich, ich bekenne mich dazu, ich habe eine ganze Menge Bücher über Glück und Optimismus geschrieben. Ich habe mich gefreut zu lesen, dass in Heidelberg letztes Jahr zum allerersten Mal auch so ein Thema wie Glücksfähigkeit auf einem Stundenplan steht. Ich glaube, dass die Fähigkeit zu Glück und nicht das ewige Lamentieren und so weiter, dass man auch sowas vermitteln kann. Und ich würde mir wünschen für diese Schule der Zukunft, dass auch solche Sachen in den Lehrplänen vorkämen. Diese Schule, von der ich träume, schafft es sinnvoll anzuknüpfen an das offensichtlich bestehende große Interesse an Allgemeinbildung. Wenn Sie anschauen, was mein Kollege Jauch seit jetzt Jahren jede Woche 3x7, 8, 9 Millionen an nur Abfragen von Allgemeinbildung, also was für ein Erfolg das ist, was für ein offensichtlich tiefsitzendes Bedürfnis das ist, dann müssen wir das in irgendeiner Weise nutzen. Ich kann Ihnen sagen, die Bücher, die wir so machen bei Duden oder bei Brockhaus oder sonst wo zum Thema Allgemeinbildung, sind immer welche, die sich gut verkaufen. Menschen haben ein großes Interesse. Einer meiner Söhne beginnt jetzt im Herbst an Columbia in New York. Und warum hat er sich Columbia ausgewählt? Weil die dieses Core-Curriculum haben, während dieser 4 Jahre College, 3 Jahre lang alle Texte der Menschheit, Musik, großen Kunstwerke und so weiter. Und egal, was jemand studiert, das muss jeder machen, diese 3 Jahre. Und das schafft so einen Connect zwischen den ganzen Studenten und Studentinnen auf der einen Seite und schafft so eine Basis, dass es einfach großartig ist. Die Attraktivität ist groß und ich glaube, das sollten wir nutzen, jenseits der Aufsplittung in unseren üblichen Fächerkanon. Jetzt dann kommt Thema, das müssen Sie verzeihen, jemand, der Langenscheid heißt und selbstständig mit Kindern zu tun hat. Diese Schule der Zukunft führt sehr, sehr, sehr früh, also bevor Sie sozusagen alle in Kontakt mit den Schülern sind, an Fremdsprachen heran. Ich habe im Moment aus verschiedensten Gründen viel zu tun mit bilingualen Kindergärten. Ich finde es großartig und kann nur sagen, endlich, dass da mal was kommt, dass das genutzt wird, diese Fähigkeiten spielerisch in den ersten Lebensjahren eine zweite Fremdsprache zu lernen. 3 ist oft überfordernd, aber 2 Fremdsprachen kann eigentlich jedes Kind auf eine sehr lockere Weise früh lernen und das sollte an der Grundschule weitergehen und dann halt sozusagen die üblichen Wege. Und das ist eine totale Verschwendung von Ressourcen, wenn das nicht gemacht wird. Die Schule, die ich mir vorstelle, ich springe jetzt ein bisschen, wir kommen über ganz viele Dinge, Träume sind ja nicht so sequenziell, die nimmt die Schüler einerseits persönlich sehr, sehr ernst in ihren Fragen an das Leben. Sie nimmt sie auch symbolisch gesehen sozusagen immer wieder in den Arm, denn wir wissen alle, die Familien versagen, die können vieles nicht mehr und ab und zu brauchen Schüler und Schülerinnen das einfach. Und wir brauchen sicher, so schwer das sicher im Alltag zu verwirklichen ist, auch Aufmerksamkeit für persönliche Notsituationen, für Tränen, für Dinge, wo Schüler einfach überfordert sind mit familiären Situationen. Und es ist sicher schwierig, das zu schaffen, aber ein Wunsch wäre es schon, dass die Schule auch sowas schafft. Nächster Punkt, entschuldigen Sie, es sind einfach schwierige Punkte in der Umsetzung. Sie fokussiert stärker auf Teamarbeit als auf Einzelleistungen.
weiß, dass für Noten Einzelleistungen notwendig sind. Das hat ja auch alles seinen Sinn. Aber wir wissen alle genauso, dass letztlich wirklich in unserer komplexen Welt die wirklichen großen Leistungen durch Teams erarbeitet werden und nicht durch Einzelne. Ich gebe selber zu, ich habe bis zur Promotion immer gedacht, vielleicht auch zu Recht gedacht, lass mich alleine machen, das geht schneller und so weiter, ich da mit irgendwelchen Teams lang arbeite. Und dann war ich sehr geprägt das ist auch wieder so eine Simulation in einer anderen Institution, die Teamarbeit eben sehr, sehr betont hat. Kennen Sie vielleicht das mit dem Absturz des Flugzeuges in der Wüste in Mexiko? Ja, zwei nicken, da kann ich es erzählen. Entschuldigen Sie an die zwei. Es waren eine Gruppe von 140 halbwegs intelligenten Menschen. Die Situation ist, ein Flugzeug stürzt ab, ein kleines Flugzeug in der Wüste von Neumexiko oder was, es ist 47 Grad in der Sonne, der nächste Ort ist 15 Kilometer weit weg. Jetzt suchen Sie aus einer bestimmten Anzahl von Gegenständen, ein Kilo Salz, ein Spiegel, eine Regenplane oder was auch immer, aus die Gegenstände, die Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit maximieren. Und erst macht es jeder alleine. Und das hat jeder von uns gemacht und hat sich überlegt, was brauche ich, um da irgendwie zu überleben in dieser Situation. Und dann wird es abgegeben, dann rechnet ein Computer ihren Überlebensscore aus. Gewonnen hat in dem Situation jemand, ein Ingenieur, der 8 Jahre lang in der Wüste gelebt hat und nach Öl da gesucht hat. Dann genau die gleiche Situation, es werden durch einen Computer heterogene Gruppen gebildet. Mit möglichst hoher Heterogenität eben der Hintergründe und so weiter. Und die gleiche Aufgabe, gleiche Zeit wird gestellt. Und Sie können sich vorstellen, in jeder Gruppe gleich gibt es einen Punkt, der muss überwunden werden, weil die Hälfte der Gruppe sagt, beim Flugzeug bleiben und mit dem Spiegel versuchen, ein anderes Flugzeug auf sich aufmerksam zu machen. Dann ist der Spiegel sehr wichtig. Die andere Hälfte sagt, nein, um Gottes Willen, man muss in den Ort gehen, da brauchen wir natürlich andere Sachen. Dann muss die Gruppe diesen Konflikt überwinden, sonst ist sie nicht aktionsfähig. Und die vier, die das eine gehabt hat, müssen das auch runterschlucken und dann halt sich aufs andere einlassen. Und dann macht sie das. Und dann kann ich Ihnen nur sagen, der Mann, der 8 Jahre lang in der Wüste gelebt hat, wahrlich ein Experte, der war vielleicht hier in der Überlebensfähigkeit. Und die allerschlechteste Gruppe, wahrscheinlich die, wo ich drin war, war irgendwo da oben und die andere noch weit höher. Und wenn man das mal einen Tag macht, das war wirklich für mich eine ganz eigenartige Erfahrung, dann merkt man so stark, dass bei aller Mühe ein Team so überlegen ist gegenüber Einzelleistungen. Und das merken wir alle, also in jedem Unternehmen oder in jeder Institution, in der wir arbeiten. Und ich finde zumindest, also soweit ich es kenne, vielleicht ist es bei Ihnen alles besser schon, ist Teamarbeit unterbewertet in heutigen Schulen. So, ich habe vorhin gesprochen über Zeit für Aktuelles und Zeit für relativ praxisnahe, disziplinübergreifende Module. Es stellt sich natürlich raus, wie kriegen wir denn den Platz, G8, und wir sind ja eh schon alle überlastet und so weiter. Ich persönlich würde sagen, das ist jetzt ziemlich ketzerisch, aber es entspricht der Meinung von vielen, vielen anderen Leuten aus der Praxis, kann ich nur sagen. Ich würde mir bei der grundsätzlichen Durchforstung von Lehrplänen sehr genau überlegen, wie viel bleibt denn wirklich im Gedächtnis von dem, was wir vermitteln, erstens. Zweitens, wie viel brauche ich wirklich zur Bewältigung des Lebens? Und drittens, Stichwort Halbwertszeit des Wissens, wie viel von dem, was ich lehre, ist wirklich in 25 Jahren voraussichtlich noch wahr? So, und wenn ich diese drei Fragen wirklich an das Curriculum lege und dazu noch feststelle, dass wegen Internet und so weiter die Fähigkeit zum schnellen Holen aller Informationen ständig und überall vorhanden ist, dann frage ich mich echt, ich weiß, laienhaft, Außenperspektive, aber die ist manchmal auch nicht so schlecht, ob man nicht einen Großteil des Curriculums, nein, Großteil ist übertrieben, ich würde so tendenziell sagen, ein Viertel von dem, was loswerden könnte und Raum schaffen könnte für die gewünschten Dinge. Ich weiß, das ist eine große Diskussion, jeder kämpft natürlich für seine Sachen und so weiter, ist ja auch klar, aber ich glaube, wir überfrachten die Köpfe der Schüler und Schülerinnen enorm mit Dingen, die diese drei Kriterien nicht wirklich erfüllen. Nächster Punkt. Manche Schulen machen das schon. Ein gutes Gefühl vermitteln für so Werte und Ziele und Visionen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ressourcenschonung, Umgang mit Energie und so weiter. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, inwieweit das geschieht oder nicht. Ich kenne ein paar Schulen, wo das ein großes Thema ist, aber ich glaube,
heute ist es wichtig, dass Schüler und Schülerinnen damit auch wirklich praktisch zu tun haben. Diese Schule, die ich mir so vorstelle, fördert das gesellschaftliche und soziale Engagement über das egoistische Interesse und die eigene Karriere hinaus. Ich glaube, wir Menschen sind Wesen, die paradoxerweise mehr fürs eigene Glück tun über den Umweg des Glückes anderer. Familie, Freunde, Menschen, denen ich helfe, wo ich Verantwortung übernehme, das führt letztlich zu mehr Glück, als wenn ich immer nur an mein eigenes Glück zuvorderst denke. Und dementsprechend, wenn dem so ist, und ich glaube, klar, als 8-Jähriger wird man lieber beschenkt, als dass man schenkt, aber als 28- oder 48-Jähriger merkt man, dass der Spaß, jemanden wirklich glücklich zu machen mit einem Geschenk, größer ist, als selber ein Geschenk zu bekommen und das Lieben auch glücklicher macht, als geliebt zu werden. Ich glaube, wir sollten nicht nur darauf achten, das Hirn der Jugendlichen gut auszubilden, sondern genauso, um es mal symbolisch zu sagen, Herz und Hände. Und das bedeutet, mit Helfen und sozialer Verantwortung und so weiter viel zu tun und Charakterbildung und solche Dinge. Wir haben vor, wir ist jetzt Children for Better World, die Kinderhilfsorganisation, die ich vor 14 Jahren mit vielen anderen gegründet habe. Wir verleihen seit ein paar Jahren Jugend hilft auf Schloss Bellevue mit dem Bundespräsidenten und seiner Gattin für Kinder und Jugendliche, die selbst Dinge in die Hand nehmen und in bestimmten Bereichen selbst sich engagieren, ob das jetzt Ausländerintegration oder Drogen oder Hilfe eines Altersheims in der Umgebung oder was auch immer oder Katastrophenhilfe, wenn irgendwo ein schreckliches Erdbeben ist, sowas ist. Und ich bin immer wieder begeistert, jetzt im September ist die nächste Preisverleihung in Berlin, was für Beiträge da kommen und was für tolle Persönlichkeiten das sind, die es schaffen, neben dem straffen Lernen, was sie halt alle machen müssen, zusätzlich solche Verantwortungen zu übernehmen. Und ich glaube, für die Charakterbildung, für die Persönlichkeitsbildung, für die emotionale Intelligenz ist sowas sehr, sehr, sehr wichtig, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist zu vermitteln. Beim nächsten Thema bin ich mir ziemlich unsicher, vor allen Dingen in diesem ständigen Konflikt, was ist Aufgabe der Familie und was ist Aufgabe der Schule. Das ist ja nun sehr schwer, glaube ich, so allgemein zu beantworten. Aber ich wurde kürzlich von meinen Söhnen gefragt, oder anders gesagt, wir saßen im Abendessen und ich habe zugegeben, dass ich bei einem Erziehungsziel total versagt habe oder beziehungsweise, dass ich es nicht erreicht habe. Und dann fragten die beiden, was hätte ich denn erreicht? Und dann habe ich so 10 Erziehungsziele gesagt: Fairness, Ehrlichkeit, Toleranz, Respekt, aufrechter Gang, Mitgefühl, Zivilcourage, gewisse Disziplin, Taktgefühl, Nein sagen können, ganz wichtig, gegen sozialen Druck, Drogen und so weiter. Lauter solche Sachen. Und da haben sie auch zugegeben, dass ich vielleicht doch immerhin einiges erreicht habe. Und ich weiß immer nicht genau, aber das lässt sich vielleicht wirklich nicht beantworten, wie viel da sozusagen die Schule war und Prägung von anderen Erwachsenen und wie viel wir als Familie wir das haben. Es ist vielleicht auch wurscht, die Hauptsache es funktioniert insgesamt. Und ich glaube, dass Sie als Lehrer und Lehrerin da auch eine große Verantwortung für solche mehr charakterlichen Dinge haben. Ich selbst kann mich, und das ist wahrscheinlich schon mehr als manche andere, an 3 Lehrer erinnern in meiner Schule, die haben mich enorm geprägt. Denen habe ich das nie gesagt. Als Schüler kommt man nicht auf die Idee oder traut sich nicht oder sowas. Und jetzt leben sie leider alle nicht mehr. Ich würde am liebsten ihnen Briefe schreiben, aber der eine Mathematiklehrer hat meine gesamte philosophische Denken geprägt. Der Deutschlehrer hat mich im Neugier geprägt, weil der als, glaube ich, noch 60-Jähriger, weil wir alle mit plötzlich transzentraler Meditation anfingen, dann sagt, das will ich auch mal machen, das muss ich mal mitmachen. Und diese Neugier, dass der einfach alles wissen wollte, was uns interessiert hat, hat uns so für ihn eingenommen und so weiter. Ich könnte jetzt lange darüber reden. Ich will was sagen, Lehrer und Lehrerinnen, ohne dass sie es vielleicht merken, prägen so unendlich auch in solchen Persönlichkeitsentwicklungssachen und sollten diese Verantwortung jedenfalls nehmen. So, jetzt haben wir ungefähr Halbzeit und ich schulde Ihnen, ja, wir sind ja alle schon Fußball geprägt, jetzt ab nächster Woche Europameisterschaft. Ich muss Ihnen vielleicht mal kurz sagen, wie ich überhaupt dazu komme, den Mut zu haben, Ihnen, die viel besser darüber Bescheid wissen, solche Gedanken zu äußern. Und ich
kann Ihnen das nur so erklären. Mich fasziniert das Thema seit bestimmt 20 Jahren. Ich durfte für das deutsche Fernsehen viele, viele Diskussionen moderieren zu dem Thema, habe einfach zugehört. Ich hatte, glaube ich, alle Kultusminister und massenhaft Schuldirektoren und Pädagogikprofessoren und was auch immer, immer da sitzen, habe denen einfach Fragen gestellt. Und als Moderator ist man immer am besten, wenn man selbst neugierig ist, wenn man nicht schon alles weiß, sondern wirklich selbst in dieser einen Stunde, die man hat, was lernen möchte. Und das habe ich immer getan, habe einfach immer zugehört, habe mir immer Notizen gemacht, habe den ganzen Frust auch mitbekommen von Dingen, die man gerne machen will und die so schwer umsetzbar sind und so weiter. Und das waren, ich weiß nicht, ich schätze mal 50 große Diskussionsrunden und da bekommt man schon viel mit. Dazu kam dann immer eigene Lektüre, enger Kontakt mit verschiedenen Kultusministerien, natürlich die eigenen Kinder und deren Freunde, Gespräche mit vielen, vielen Schülern und dann eben viel Erfahrung inzwischen als Aufsichtsrat meistens mit anglosächsischen Bildungsinstitutionen, Schulen, Colleges und so weiter. Und das alles hat dazu geführt, dass ich mich überhaupt traue, hier zu Ihnen zu reden. So, jetzt wieder zurück zum normalen Text. Diese Schule ist kein Elfenbeinturm, sondern sie schafft komplexe Verbindungen ins reale Leben, ohne sich zu sehr davor zu fürchten. Sie steht in engen, ich weiß, das ist sehr umstritten, aber ich finde, sie sollte in engen Dialog mit der Wirtschaft stehen. Durch Praktika, Gastvorträge, Führungen rauf und runter. Ich weiß, dass in einigen Privatschulen große Dinge vorbereitet werden, so dem Motto »How work works«. Also einfach, dass sie so ein wirklich Gefühl dafür bekommen, wie eigentlich das Arbeitsleben funktioniert. Ich finde das nichts Schreckliches. Sie vermittelt früh konkretes und praxisnahes Wissen über attraktive Berufswelten durch Einbeziehung von Männern und Frauen aus der Praxis. Anders gesagt, ich finde es eine Katastrophe, wie viel Schüler und Schülerinnen, bin jetzt mal bei den Abiturienten, sozusagen in der 11., 12. Klasse anfangen zu überlegen, was ist so beruflich, was will man machen und so weiter. Einige wissen es ja sehr früh, das sind ja eher wenige. Und was haben die für ein empirisches Wissen bei der Entscheidung, welchen Studiengang, welche Berufsvision und so weiter. Die kennen vielleicht einen Vater und Mutter und noch 3,5 Freunde und so weiter. Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt dieser Private. Und sonst Studienberatung, ich hoffe, es sind keine Studienberater unter Ihnen, aber das kann das nun wirklich nicht in dieser Kürze erbringen. Die haben so wenig Wissen für eine so wichtige Entscheidung. Und dann kommen diese ganzen traurigen Geschichten, ich fange irgendwas an, nach 4 Semestern merke ich, das bringt nichts, da gibt es gar keinen Markt für, breche ab und so weiter. Was für eine Verschwendung von Zeit, wie viel Enttäuschung sind vorprogrammiert. Ich finde es wirklich traurig. Und eine so ganz praktische Antwort, ich habe es auch noch nicht umsetzen können, ich bin auch nicht der Richtige wahrscheinlich, wäre, also was so eine einfache Lösung wäre, in jeder Großstadt zumindest, sagen wir 11. und 12. Klasse, ungefähr 40 Wochen pro Jahr, einmal wöchentlich, also hätte man 80 solche Möglichkeiten, dass 80 engagierte Berufsvertreter, ein Verleger, ein Anwalt, ein Arzt, ein Bäcker, ein was auch immer, einfach eine Stunde reden über jeden, der das hören will, über ihren Beruf. Warum machen sie das? Wie machen sie das? Was ist da wichtig? Was ist die Vision? Was lässt sie glücklich sein? Was lässt sie enttäuscht sein? Und so weiter. Wenn ich in der 11., 12. Klasse 80 solche Vorträge gehört hätte, ich hätte viel, viel mehr gewusst. Ich wäre auf die Ideen gekommen, die ich wirklich nicht hatte, über berufliche Fragen. Und das ist jetzt eine sehr einfache Sache. Es lässt sich sicher ganz anders, vielleicht viel besser organisieren. Aber das mehr Input über Berufswelten, über Studienwelten, dann natürlich auch über Markt, also was ist dann in 5 Jahren überhaupt, was ist gefragt und so weiter, dass das in die Köpfe muss, finde ich, ist kein Zweifel. Die Schule, wie ich es mir vorstelle, steht in enger Partnerschaft mit ausländischen Institutionen und Schulen und wird so zum Fenster der Welt. Das war früher immer wahnsinnig schwierig zu organisieren mit solchen Partnerschaftsdingen und Reisen und so weiter, teuer und etc. Heutzutage durchs Internet ist es echt kein Problem mehr. Also alle, die ich kenne, sind ohnehin in Facebook oder StudiVZ oder sonst was im Internet tätig. Das ist so leicht, sich global zu vernetzen. Jetzt entsteht gerade aus Harvard das erste
Facebook für, also Facebook ist die weltweite Version von StudiVZ, das ist ja hier noch gar nicht so bekannt. Es entstehen gerade zum Beispiel ein Facebook für Fremdsprachinteressierte, sodass wenn ich mich gerade mit Mandarin beschäftige, dass ich dann ohne jede irgendein Profil eingebe über mein Alter, Interessen, dass ich dann jemanden finde, die auch Pferde mag und auch gerade so alt ist wie ich, die irgendwo in China sitzt und mit der kann ich per Skype und mit irgendwelchen Phrase Translators und Korrekturmöglichkeiten in früher hätte man das Brieffreundschaft genannt, jetzt eben in einen engen Kontakt treten mit all den Möglichkeiten, die es gibt von Korrekturmöglichkeiten, dass ich einfach lerne, eine Sprache auch wirklich zu sprechen und zu nutzen oder sowas. Das ist alles technisch da, es ist wirklich simpel, man muss es bloß tun und ich glaube, da ist da gibt es eine ganz, ganz, ganz große Möglichkeiten und man sollte es nicht nur Individuen überlassen, weil es wäre traurig, wenn nur das Viertel, was von zu Hause alle möglichen Anregungen bekommt, das dann macht und drei Viertel hinten gelassen werden. Das wollen wir wirklich nicht. Ich glaube, dass das auch wirklich gut wäre als Vorbereitung für eine globalisierte Welt, wo ohnehin alle weltweit miteinander kommunizieren und das sollten wir nutzen. Das Schöne daran ist, es kostet ja nicht mal was. Eine anglosächsische Erfahrung, eine solche Schule hat meines Erachtens sollte eine Art von Aufsichtsrat haben von Praktikern aus ganz verschiedenen Perspektiven, die wirklich draufschauen, die wirklich Rat geben, entscheiden müssen schon sie alle und der Schuldirektor ist schon klar, aber die einfach Rat geben und die gefragt werden. Ich bin in zwei solchen Aufsichtsräten von Schulen in den USA und es ist unglaublich, was hier eben, wenn ein Kommunikationsexperte und ein Pädagoge und ein Verleger und ein Investmentbanker und so weiter zusammensitzen und überlegen, meistens sind das Leute, die mal in der Schule waren, die halt eine enge Beziehung dazu haben, wie kann diese Schule noch besser funktionieren? Da geht es natürlich auch sehr stark noch um Fundraising, das müssen Sie jetzt eher nicht machen, aber es geht um ganz viele Aspekte und da wird dann eben vorgeschlagen, soll es nicht eine Scorecard geben? Also diese Diskussion hatten wir da gerade. Was macht diese Schule erfolgreich? Und dann haben wir einfach 20 Kriterien definiert, die sich auch quantifizieren lassen, wie wir es in Unternehmen eigentlich gewohnt sind, um ein Unternehmen und seinen Erfolg zu messen. 20 Kriterien, was diese Schule erfolgreich macht. Und haben das dann gemessen und jetzt gibt es so Benchmarks mit den 20 Schulen, die ungefähr in der gleichen Gegend, ungefähr ähnlich zu, und wir wissen genau, in dem Kriterien sind wir auf Platz 3 und in 20 und dem sind wir auf Platz 17 und was müssen wir ändern, wenn wir die besseren Lehrer haben müssen, dann brauchen wir mehr Lehrergehalt, wenn wir mehr Lehrergehalt haben wollen, dann müssen wir halt wieder mal eine Fundraising-Runde machen und so weiter, es hängt alles miteinander zusammen, aber durch diese anderen Köpfe kommt ein Denken rein, was aus dem Schulalltag wahrscheinlich nicht hineinkäme und das finde ich wichtig. Diese Schule, das knüpft nochmal dran an das vorhin, vermittelt gute Grundkenntnisse im Umgang mit allen elektronischen, digitalen Medien und so weiter, auch denen, die ihren Lehrern hier nicht ohnehin überlegen sind. Also ich finde wichtig, dass solche Grundfähigkeiten natürlich an alle gehen und nicht nur an die schon von zu Hause aus bevorzugt werden. Wie in vielen Ländern der Welt inzwischen mit Smartboards umgegangen wird, wie fast jeder Schüler eigentlich, und zwar eben nicht selbstfinanziert, sondern schulfinanziert, mit einem flachen Laptop in die Klasse kommt und so weiter, das ist schon beachtlich und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Nachholbedarf. Jetzt komme ich zu Ihnen. Diese Schule schafft es, dass immer wieder junge Lehrer und Lehrerinnen mit leuchtenden Augen und frischen Idealen und vielen, vielen Fragen und alles mal ein bisschen bezweifeln, dass die dazukommen, ermöglicht es aber gleichzeitig durch Sabbaticals, durch Fortbildung wie heute, durch Coaching und ähnliche Instrumentarien, dass auch die älteren Kollegen und Kolleginnen nicht ausbrennen. Denn dass das schwierig ist, weiß sogar ich und ich glaube, wir brauchen den Mix von beiden. Also in jedem Gremium, in jedem Unternehmen, in dem ich tätig bin, die Gremien sind immer die besten, die gemischt sind zwischen Jungen, die immer alles anders machen wollen und Älteren, die sagen, ja, das haben wir schon 7-mal versucht und Vorsicht und das klappt nicht und so weiter. Beides. Wenn nur die Jungen oder nur die anderen da sind, ist meistens eine ziemlich übersichtliche Sache, wo nicht wirklich Neues passiert und ich glaube, diese Schule muss es schaffen. Sie muss auch schaffen,
Da begebe ich mich jetzt auf ganz, da stehen die Fettnäpfchen überall rum, in irgendeiner Weise die, den Erfolg oder Misserfolg von Lehrern und Lehrerinnen zu kontrollieren, wie immer das geht. Es gibt ja viele, viele Instrumentarien. Ich bin, weiß Gott, nicht der, der beurteilen kann, ob das durch irgendwelche Assessment Centers oder Schülermeinungen oder Appraisal-Systeme oder wie auch immer geht, aber dass ihre Arbeit, die ja sicher eine hervorragende ist, irgendeiner Weise auch gewürdigt werden muss, im Sinne, dass man weiß, dass sie gute Arbeit machen. Und die paar, die es vielleicht nicht tun, dass sie das auch wissen mit den entsprechenden Konsequenzen, das gehört meines Erachtens dazu. Diese Schule ermöglicht beides. Chancengleichheit haben wir schon mehrfach jetzt berührt. Chancengleichheit, wobei das aber nicht bedeutet, eben mit der Gießkanne alles Gleiche, sondern eben individuell auf jeden eingehen, sonst ist Chancengleichheit meines Erachtens eine Chimäre. Und aber auch Elitebildung und Förderung von denen, die wirklich über das Durchschnitt hinausgehen. Ich glaube, wir müssen beides schaffen und das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriger Spagat, das ist mir schon klar. Jeder und jede sollte jede Chancen der Welt haben. Ich selbst war schockiert, nächster Punkt, im Gymnasium über so viel Sport. Also gerade wenn man Jungs hat und dann sieht, da irgendwie in Bayern sind es glaube ich 2 Stunden pro Woche und da geht auch noch ein Drittel mit Warten und Umziehen verloren und so. Ich finde es schrecklich, natürlich tun die viel am Nachmittag, aber ich finde es gehört mehr dazu und wenn ich mir dann anschaue, wie das in anderen Stellen der Welt funktioniert, wie viel da am Nachmittag hauptsächlich ein Sport geboten wird. Das ist einfach großartig. Und Sport ist ja nicht nur Muskelaufbau und fit machen, sondern da geht es ja ganz stark um soziale Kompetenz und sich auf eine andere Weise kennenlernen und Persönlichkeitsbildung und all das. Und da finde ich persönlich, ist das, was wir hier bieten, wirklich nicht ausreichend. Sie lässt neben all dem Gesagten Kunst und Musik nicht unter die Räder der reinen Effizienz kommen, sondern bietet auch diese Fächer, die sich vielleicht nicht so messen lassen, in irgendeiner Weise eher auf eine gute, befriedigende, kreativitätsfördernde Weise an. Eine Sache, die mir vollkommen unklar ist, warum das hier noch nicht angekommen ist, und ich bin froh, wenn ich vielleicht von Ihnen nachher höre, dass es längst angekommen ist. Also die große, große didaktische Institutionen der Welt nutzen eigentlich Alumni-Netzwerke als eine extrem wichtige Ressource. Lebenslang in Kontakt bleiben, lebenslang sich gegenseitig helfen können, lebenslang irgendwo sich relativieren in den Biografien der anderen. Und ich zumindest, also in den Schulen, die ich so kenne, vielleicht ist es in NRW viel besser als sonst wo, passiert das kaum. Ende der Schule, dann habe ich noch mit meinen Freunden natürlich Kontakt und dann geht das so langsam zerplätschert und irgendwann nach 10 Jahren, wenn ich schaue, muss ich mich echt bemühen, noch Kontakt aufzunehmen. Die Instrumentarien sind alle da, es ist alles kostenlos, weil Internet getrieben und ich bin verblüfft, wie wenig das genutzt wird. Bei den Unis ist übrigens genauso, das ist überall gleich. So, letzte Seite. Die Schule bezieht die Eltern, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist, kreativ in den Lernprozess ein und nimmt ihren Input ernst. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber zumindest die Elternbeiräte, die ich so ein bisschen kenne, sind echt welche, wo das nicht der Fall ist. Ich glaube, der Begriff Teamarbeit sollte sich nicht nur Teams unter Schülern beziehen, sondern auch unter Teams Lehrer, Eltern, Schüler oder Lehrer, Management der Schule, Eltern, Kinder und sollte auch da in einem Team arbeiten, in einer Feedback-Kultur, die wirklich den Namen verdient, denn das Feedback ist wichtig und ich finde es immer schrecklich, wenn da so zwei Welten entstehen, wenn die Eltern nicht mehr kapieren, was da wirklich los ist, wenn die auch ihre Nöte nicht verstehen und umgekehrt auch nicht, dann, wenn da kein Dialog wirklich da ist, dann entstehen sinnlose Polarisierungen und ich glaube, das kann nicht im Interesse der handelnden Personen sein. Die Schule, die ich meine, stellt sich dem Wettbewerb mit anderen Schulen. Ich habe vorhin schon gesprochen, dazu muss man natürlich überhaupt erstmal die Daten kennen, wie die anderen so dastehen. Schwierig genug, also hier in Deutschland mit der ganz anderen Tradition, sicher eine große Herausforderung, aber ich glaube, wenn ich nicht im Wettbewerb stehe, dann habe ich auch keinen Ehrgeiz, wirklich was zu tun. Und Wettbewerb im breitesten Sinne, um Mittel, um die besten Lehrer und Lehrerinnen, um die besten Schüler und Schülerinnen und so weiter und so weiter. Ich glaube, da kann sehr viel mehr getan werden, als bisher getan wird. Die Schule bietet den interessierten Schülern und Schülerinnen, sind sicher nicht alle,
die Chance, erste unternehmerische Schritte zu machen. Das sind ja oft ganz kleine Bereiche wie Schulhofversorgung oder Organisation von irgendwelchen kleinen Trips oder was auch immer oder irgendwelche großen Feste organisieren oder Veranstaltungen oder so. Aber wenn solche kleinen Schüler-GmbHs, es gibt ja eine ganze Menge von Nifty bis Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, wenn die, das finde ich was sehr Gutes fürs Klima und es ist einfach auch, entschuldigen Sie, wichtig für die Gründerkultur in diesem Lande. Wir brauchen einfach auch neben all den anderen Berufen kleine Unternehmer und Unternehmerinnen und das entsteht relativ früh, diese Fähigkeit. Und wenn man das irgendwo schon relativ früh angehen kann, da Chancen bieten kann, wäre das eine großartige Sache. Sie, diese Schule, bietet Anlass für Stolz, für Engagement, für ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber sowas wie Schulpatriotismus, dass ich wirklich stolz bin auf meine Schule und kämpfe und das natürlich die beste Schule finde. Ich finde solche auch sportlichen, das ist wieder Funktion von Sport, über den reinen Sport hinaus, mehr Sportwettbewerbe zwischen den Schulen, mehr Dinge, wo ich einfach weiß, wir sind da so und so gut, wir können da besser werden und so weiter, um Identifikation, um so ein Familiengefühl zu bieten. Sie bieten viel in der Schule und lassen Sie die Schüler auch, geben Sie denen auch die Möglichkeiten, das sehr positiv emotional wahrzunehmen. Das geht natürlich auch um Symbole, wie Abiturfeiern oder Abschlussfeiern gestaltet werden. Es geht um bestimmte Logos, es geht um Corporate Identity, es geht um Namen, es geht um alle möglichen solche Dinge, wo man einfach überhaupt mal Stolz entwickeln kann. Und ich glaube, wenn ich mal annehme, dass Sie Anlass für Stolz bieten, dann sollte man auch die Gelegenheit geben, sozusagen den zu empfinden. Was ich schrecklich finde, aber ich glaube, wahnsinnig schwer zu beeinflussen, wie normal ist, um nochmal beim Sport zu bleiben, dass ich da gerne der Beste sein möchte, die Goldmedaille und den ersten Platz habe, aber im normalen Schulalltag es doch irgendwie als uncool gilt, in diesem Lande der Beste zu sein. Und das ist in anderen Ländern auf eine sehr lockere Weise anders, dass das Thema Wettbewerb, was eigentlich normal ist, und ich glaube, jeder hat das so ein bisschen in sich, dass das sich auch auf die normalen Noten, auf den ganz normalen akademischen Alltag bezieht. Und was immer man tun kann als symbolische Handlung sozusagen, dass das nicht Streberdasein ist, sondern dass einfach jemand offensichtlich sich engagiert hat und einfach gut war und zu Recht das verdient hat und so weiter, dass diesen Spaß an Leistung, das sollte man kommunizieren meines Erachtens. So, ich könnte noch lange weiterreden, aber ich höre einfach auf, vielleicht mit dem Satz Stärken statt Rotstift nehmen. Also einfach viel an dem arbeiten, was, glaube ich, in jedem von den kleinen Kerlen, die vor Ihnen sitzen, drin ist, anstatt Ihnen immer wieder zu zeigen, die Unzulänglichkeiten. Da haben wir alle genug, das wissen wir auch. Aber auch das ist eine Tatsache, die aus der Psychologie immer wieder rauskommt. Es ist effizienter, die Stärken zu verstärken, als an den Schwächen rum zu korrigieren. Sie kriegen sie meistens eh nicht so richtig weg. So. Jetzt habe ich es geschafft vor dem schwierigen Publikum. Immerhin haben Sie mich ausreden lassen. Also das ist die Vorstellung, die ich sozusagen über 15, 20 Jahre aus vielen, vielen Gesprächen entwickelt habe, wie Schule aussehen könnte, die sozusagen dieses ideale Trampolin für jeden kleinen Menschen baut. Ich habe oft genug gesagt, dass ich weiß, wie schwer sowas umzusetzen ist, aber das sollte uns nie davon abhalten, an derselben zu arbeiten. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen eine sehr, sehr erfolgreiche Tagung und viele, viele Erfolge auf all den Gebieten, die Ihnen wichtig sind. Jeder von uns geht ja auch mit unterschiedlichen Vorstellungen an dieses Thema dran. Wissen sollten wir alle, dass Schule erfolgsentscheidend ist, wirklich für nicht nur im privaten Raum, sondern für dieses Land und dass Sie dementsprechend extrem wichtige Arbeit leisten. Und ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Danke fürs Zuhören. Thank you.